Was ist denn das für eine Rotze? Oh mein Gott, ich spüre gerade, dass ich heute übel schlecht spielen werde. Ja, Mann, ich werde maximal 2 Runden Fortnite heute spielen. Ja, ich hab's im Gefühl. Hey, läuft es jetzt nebenher? Was ist denn das für ein Scheiß? Ich will, als ob ich das sehen will, Digga. Als ob ich mir, während ich zock, den Kack hier reinziehe. Scheiße, ich hätte schon abspringen müssen, oder? Oh, ich check's heute nicht. Escape und dann Mitte rechts Future. Feature. Okay, ich guck's gleich. Also das ist ja gerade diese Weltmeisterschaft bei Fortnite, oder? Fortnite. Oh scheiße, ich glaube, ich werde es nicht schaffen, auf dem Haus zu landen. Ich bin zu spät aufgegangen. Ich habe mich zu spät aufgehen lassen wie ein Hefezopf. Deswegen folgt die Strafe auf dem Fuß wie beim Kegelkopf. Du weißt, du bist ein elendiger Pesotropf. Ich habe keinen Bock auf deine Scheiße, denn ich bin wieder mega schroff. Ja, gib mir die Waffen, die in diesem Haus sind, denn ich baller meine Freestyles wieder, als wären sie heute draußen. What the fuck, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Ich baller mich kurz raus und sag, meine Community wartet geschwind. Ich höre Footsteps und ich denke, ich werde jetzt meine Waffe ziehen. Daraufhin fällt der Gegner um und schreit, was kann ich dafür, dass ich so unglaublich Kaffer bin? Ich habe noch 5 HP und ich trinke jetzt diesen unglaublich schmackhaften Drink. Daraufhin kommt irgendein dummer Bastard vorbei und macht mich einfach nur aggressiv. Ey Junge, ich will keine Freunde hinzufügen. Mann, Berlin, seid ihr gut drauf oder was? Meinung zu Ron Bilecki. Ich muss sagen, Ron ist ein netter Mensch. Ich mag Ron. Ron hat leider nur ein kleines Alkoholproblem und Ron ist ein wenig... Er ist, glaube ich, noch nicht so richtig im Leben angekommen. Aber das wird noch, nicht mehr ganz sicher. Ich meine, er hat ja auch mich als guten Supporter an seiner Seite. Jo, er baut's da unten. Macht ja gar keinen Sinn. Habt ihr gerade gesehen, wie schnell ich die 90s gemacht habe? Ich bin so ein guter Spieler. Dass die mich bei dieser Fortnite-WM nicht dabei haben, ist eigentlich echt eine Frechheit. Jo, wahrscheinlich trifft's während dem Laufen nicht, oder? Wo hast du Ron kennengelernt? Damals, als ich angefangen habe mit Fitness, Digga. Du hattest aber auch ein kleines Alkoholproblem. Null. Also ich hatte wirklich kein Alkoholproblem, ne? Hört ihr eigentlich von draußen irgendwie Musik? Ja? Scheiße, Digga. Egal, scheiß drauf, Digga. Da muss ich wenigstens schon keinen unterlegen, Mann. Ja, der wird safe vor mir bei der Kiste ankommen. Oder kommt... Na, er kommt nicht an, jawohl. Was? Ich mach noch eine Runde. Da bin ich raus. Was die Koks, dann geht's los. Ich schwöre, Koks würde mir jetzt echt helfen. Kappa. Ey, Digga, ich schwör's dir, Mann. Ich muss euch auch ehrlich sagen, heute ist ein Stream, in dem habe ich einfach nicht so viel Energie, leider. Ah, perfekt, das ist das dann wieder umswitcht von Game auf Dinger. Das ist ja richtig gut gemacht. Haben sie echt top gemacht, muss man an der Stelle ehrlich sagen. Wo waren wir stehen geblieben? Ah, Tims Bizeps, du nette 2 Euro. Tim, dein Bizeps ist so ein Ehrenmann. Deine Videos mit Marc sind so funny. Gerade das mit dem Dreckskarren wieder gesehen, der ist echt fucking sympathisch. Ja, Digga, ich schwör, Marc ist echt ein krass sympathischer Typ. Kann man nicht sagen, Digga. Digga, Marlon, vielen Dank für die 100 Bits. Absolut ehrenhaft. Und Ulf of Wall Street donated 2 Euro und fragt mich, fickst du? Digga, Ulf, du bist der Beste, Mann. Ich schwöre auf alles, Mann. Ja, klar kann ich den Dialekt von den Schweizern. Das ist doch eine absolut pocky Sache. Das ist so unglaublich pock. Ich hab selten was Pogeres gehört. Ich hab gehört, in der Schweiz wird doch nicht Pock gesagt, sondern weiß ich jetzt gerade gar nicht, was sie nochmal in der Schweiz sagen. Du klingst einfach wie ein Österreicher. Ja, das ist bei mir so eine Mischung aus Schweiz, Österreich und Bayern. So, jetzt ist hier aber jemand gelandet, oder? Geld auf Konto gewiesen. Geld auf Konto gewiesen. Oh, nice, so Lagerfeuerruh. Ich habe 2 Leute geholt. Oh mein Gott. Ich habe 3 Leute geholt. Ich muss mich kurz beruhigen. Oh mein Gott. Ich muss mich kurz beruhigen. Der ist hier irgendwo in der Nähe. Ich höre ihn. Nein! Nein! Wo? Nein! Nein! Was? Was? Was ist denn das? Was ist denn das für eine Rotze? Was ist denn das für ein dummer Spast? Dieser dumme Spast! Ich hatte 3 Kills heute! So viel hatte ich noch nie, Mann! Und dann kommt der mit der Handpistole! Hab ich einen neuen Hammer? Ich hab einen neuen Hammer! Geil! Neuen Hammer, Mann! Killer!
absolut nice, Mann. Endlich ein neuer Hammer. Ich wollte das ganze Leben, wollte ich einen neuen Hammer haben. Digga, eitrige Euter, geiler Name, donate 2 Euro. Schreibt, schallert das Gewitter bei euch auch anders rein. Digga, gestern hat es bei uns gewittert, aber das ist aber komplett alles abgebrochen. Ist so viel sei gesagt, Digga. Luca Uhl, danke für deinen Sub, Alter. Ich küsse deine Augen. Und auch vielen Dank an alle Leute, die heute reingesubbt haben. Absolut ehrenhaft unterlegs. Soll ich euch mal sagen, wie hoch meine Energie heute eigentlich ist? Meine Energie liegt heute bei minus 17. Very beautiful boy donated 2 Euro und schreibt, reagiere doch mal auf die... Nextex, du hast soeben die Kontrolle über dein Life verloren. Ja! Digga, Nextex, Charlotte, 20 Community-Subs raus auf absoluter Ehrenbasis. Lenkt mich davon ab, die optimale Landung hinzulegen. Digga, du bist so ein Stream-Sniper, der sich gerade wünscht, hat sich verpasst, die richtige Landung mitzunehmen, Digga. Das kannst du dir direkt abschminken. Hallo, zoom doch dahin, wo ich hinlenk, du dumme Missgeburt. Er Charlotte, 20 Subs raus, Digga. Absolute ehrenhafte Aktion, Mann. Und da schreibt einer, no Subs, no Sub, no Sub. Er hat keinen Sub bekommen, Digga. Tut mir leid für dich, Digga. Alter, 20 Subs ist absolut ehrenhaft unterwegs. Vielen, vielen Dank dir. Damit haben wir auf jeden Fall die Missgeburten-Community schon wieder um ein kleines Stück größer machen können. Ist das nicht absolut belastend? Doch, das ist es. Und hier landen doch sicherlich schon wieder irgendwelche Missgeburten mit mir. Die probieren. Gib mir alles, gib mir alles, gib mir alles. Komm, landet hier. Landet hier. Ja, wo landest du? Wo landest du? Wo landest du, hä? Da habe ich dich schon gesehen. Good.